Heute machen wir den ultimativen Reichweitentest mit der nagelneuen E-Klasse als E300DET-Modell und Allradantrieb. Also seid gespannt, wie weit wir es rein elektrisch schaffen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Mein Anders TV. Wie ihr wisst, bekommt ihr von uns jede Woche zwei neue Videos. Sprich, wir machen Reichweitentests, wir machen Tippvideos, wir zeigen euch alle Neuheiten von Mercedes und alles, was ihr so rund um Mercedes wissen müsst. Wenn ihr also mehr sehen wollt, abonniert gerne unseren Kanal und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, kommentiert gerne eure Fragen oder kommentiert einfach irgendwas. Jetzt aber gut geredet, wir wollen mit dem richtigen Auto starten hier und zwar haben wir schon mal einen Reichweitentest mit der neuen E-Klasse gemacht. Da hatten wir aber einen E300e, also ein Benzin-Plug-in-Hybrid als Limousine und jetzt haben wir hier gerade frisch eingetroffen die nagelneue E-Klasse als Diesel-Plug-in-Hybrid mit Allradantrieb und da interessiert mich tatsächlich auch selber, wie so der Verbrauch ist und was wir nachher an elektrischer Reichweite schaffen bei einer Außentemperatur von 8 Grad. Glaube ich. Nein, ich glaube, es sind so zwischen 6 und 8 Grad. Sehen wir aber gleich im Auto. Vielleicht sind es auch 10. Also eigentlich keine sehr kalte Temperatur, relativ angenehme Temperatur. So dass die Heizung vielleicht nicht so viel Strom in Anspruch nimmt. Wir werden fahren, wie immer unsere gewohnte Strecke, 30% ungefähr Landstraße, so ein bisschen durch Stadt, 30% und natürlich auch ein Teil über die Autobahn, so dass wir aus allem einen Mix haben, um dann zu schauen, kommen wir an die angegebene Reichweite von Mercedes-Benz eigentlich ran. Und die liegt kombiniert, oder nicht, sag mal anders, in der Stadt könnten wir theoretisch, wenn wir nur in der Stadt fahren, ungefähr 100 Kilometer schaffen. Kombiniert sagt Mercedes 82 bis 99 Kilometer. Das ist natürlich eine große Spanne, aber es ist natürlich auch immer so die Frage, wie bewege ich dieses Auto? Dementsprechend ist die Spanne wahrscheinlich auch so groß dargestellt. Und auch ganz schön, was ich gesehen habe, als wir so unsere ersten Videos gedreht haben zum Reichweitentest oder auch zu den Reichweiten, da war es auch immer so, dass wir dann vielleicht gerade so die 50 Kilometer geschafft haben. Jetzt ist es natürlich schon wesentlich mehr und da gab es immer nur eine Verbrauchsanzeige und die stand immer so bei 0,6 oder 1,2 Liter auf 100 Kilometer. Das ist jetzt hier natürlich genauso, aber Mercedes gibt auch einen Verbrauch an, der gemessen wurde mit leerem Akku. Also auch eine ganz schöne Sache. Aber wir haben noch mehr technische Daten, die schauen wir uns gleich mal an. Ich würde sagen, wir steigen erstmal ins Auto und legen dann gleich los mit unserem Reichweitentest. Ach ja, ganz wichtig. Ich habe natürlich das Auto vorklimatisiert an der Ladesäule, sodass die erste Wärme aus der Steckdose kam und nicht aus dem Akku, sodass wir jetzt eigentlich mit 99% Akkukapazität starten werden und das Auto auf wohlige 21 Grad vorgewärmt ist. Wir sind im Auto angekommen und ich würde sagen, wir fahren direkt los, denn schaut mal her, Akkukapazität ist jetzt bei 98%. Wir haben schon ein kleines bisschen Zeit verloren jetzt gerade, aber das ist natürlich nicht so schlimm. Was möchte ich euch sagen? 98% ist der Ladezustand jetzt gerade, wo wir starten und wir haben eine Reichweite von 86 Kilometer. Also wir kommen, wenn ich mal kurz auf meinen schlauen Zettel gucke, der Reichweite schon relativ nah, die angegeben ist, von 82 bis 99, sehr große Spanne. Theoretisch soll man sogar 100 Kilometer schaffen. Aber wir gucken mal, was heute passiert bei unserer Außentemperatur von ca. 10 Grad. Ich fahre im Fahrprogramm Electric, habe den Verbrauch ab Start jetzt resettet. Wir starten jetzt also mit 86 Kilometer Reichweite und dann schauen wir mal, wie viel wir davon wirklich schaffen. Wie schon gesagt, ich werde ein bisschen durch Stadt fahren, ein bisschen über Land fahren und über die Autobahn und mich natürlich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, werde auch sparsam unterwegs sein. Natürlich gibt es wahnsinnig viele Fahrziele von jedem von euch. Der eine sagt, ich fahre zügiger, der andere sagt, ich fahre schneller, der andere sagt, ich fahre vielleicht noch sparsamer. Wir versuchen es so real wie möglich zu machen. Deshalb halten wir uns an die Geschwindigkeitsregelung, werden sparsam unterwegs sein und nicht unbedingt durchgehend immer Vollgas beschleunigen. Aber schon so, dass es sehr nah an einem realen Fahrverhalten dran ist. Und damit würde ich sagen, wir fahren jetzt erstmal hier ein bisschen durch die Stadt und
sehen uns dann gleich wieder und gucken uns mal noch so ein paar Dinge an, die es hier in der neuen E-Klasse zu entdecken gibt. Lena hatte gerade eine sehr gute Idee, und zwar machen wir mal genau jetzt eine Abstimmung auf Instagram. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht mehr mitmachen, wenn ihr das seht, aber vielleicht fürs nächste Mal, wenn ihr abstimmen wollt oder bei einer Entscheidung mitmachen wollt, die wir euch dann quasi fragen, dann folgt gerne unserem Kanal. Jetzt dürft ihr aber erstmal abstimmen, was glaubt ihr, wie weit kommt die E-Klasse als Plug-in-Hybrid wirklich rein elektrisch? Und dann sind wir gleich mal gespannt am Ende, wie das Ganze dann aussehen wird, ob ihr nah dran seid oder nicht. Und das lösen wir mal kurz davor auf, bevor wir die 100 Kilometer erreicht haben. Und damit ihr seht, wie sparsam ich unterwegs bin, seht ihr nämlich hier, dass die Eco-Anzeige schon 5 Sterne hat nach kurzer Strecke. Die zeigt uns nämlich an, ob wir gut beschleunigen, ob wir zu stark bremsen. Wenn ich irgendwie stärker beschleunige, guck mal her, dann wird das Ganze rot. Und wenn ich jetzt bremse, so, auch dann kann ich zu einem gewissen Zeitpunkt bremsen. Aber wenn ich stärker bremse, würde es auch rot werden. Das wollen wir jetzt mal nicht, damit wir hier keinen den Verkehr aufhalten. Ja, damit kann ich euch zeigen, dass ich wirklich versuche, sparsam zu fahren. Vielleicht schafft ihr es ja auch mal, diese 5 Sterne zu erreichen. Ist gar nicht so einfach. Wobei, jetzt gerade habe ich es unbewusst gemacht, muss ich gestehen. Aber gut. Erster Punkt. Wir haben jetzt schon ein paar Kilometer hinter uns. Und ich fahre gerade zu schnell. So, muss mal anpassen. Ein paar Kilometer hinter uns. Und wenn wir gerade am Tacho sind, dann können wir hier auch ganz gut sehen, was das Fahrzeug gerade macht. Aber wenn ich ihn jetzt beschleunige, dann steht hier der Abruf der Power. Wenn ich bremse, gewinnt das Fahrzeug Energie zurück. Hier steht jetzt unter Charge. Oder halt, wenn ich ausrolle. Und hier seht ihr, ich fahre mit der Rekuperationsstufe D-Auto. D-Auto bedeutet, jetzt gehen die Schranken runter von den Bahnschienen. Das heißt, wir haben jetzt ganz viel Zeit. D-Auto bedeutet, dass die Rekuperation intelligent ist. Ich kann die Rekuperation auch am Lenkrad verstellen. Wenn ich jetzt rechts am Lenkradpedal ziehe, dann geht es in D+, dann rolle ich quasi nur noch. Wenn ich links am Pedal ziehe, geht sie in D, dann wird normal rekuperiert. Wenn ich nochmal links am Pedal ziehe, geht es in D- und in D- wird das Fahrzeug sehr stark rekuperieren und auch sehr stark verzögern. Das kann ich zum Beispiel nutzen, wenn ich das Auto verzögern möchte oder wenn ich bergab fahre und sage, ich möchte nicht so schnell werden, damit ich dann dort Energie zurückgewinne. Wenn ich wieder lange am rechten Pedal ziehe, dann geht das Fahrzeug wieder in den Rekuperationsmodus D-Auto, und dann werden viele, viele Dinge mit einbezogen, wie die Topografie der Karte, wie die Reichweite des Fahrzeuges, die Zielführung, die Geschwindigkeitsbegrenzung, ob ein Fahrzeug vorausfährt, ob ich bergab fahre, ob ich auf irgendwas zufahre. Also das Auto würde dann so agieren, dass es möglichst viel Energie behält oder zurückgewinnt. Also ihr seht, wir sind hier wirklich im Stadtverkehr, den man aus Vechta sonst gar nicht so kennt. Bahnschiene, jede Ampel rot. Also wirklich ein wirklicher Stadtverkehr. Aber das ist nur nebensächlich, denn wir wollen ja gucken, wie weit das Auto kommt. Haben aber noch gar nicht über die technischen Daten gesprochen. Die technischen Daten dieses Autos sind eigentlich ziemlich grandios, denn wir haben hier eine Systemleistung von insgesamt 313 PS und einem maximalen Drehmoment von 700 Newtonmeter. Das heißt, das Fahrzeug hat wirklich, wirklich richtig viel Kraft. Wenn man das mal vergleicht, ein SL63 AMG, also der neue Mercedes AMG SL63 4MATIC Plus, hat eine Leistung von 585 PS und ein maximales Drehmoment von 800 Newtonmeter. Das heißt, 100 Newtonmeter nur mehr als dieser E300 DET Plug-in Hybrid. Daran kann man mal sehen, dass das Auto schon wirklich ordentlich Leistung hat. Wenn wir dabei sind, dann können wir mal über den Top-Speed sprechen. Der ist etwas langsamer geworden als beim Vorgänger, soweit ich weiß. Ich meine, dass wir auch schon mal früher 250 fahren könnten. Wir liegen jetzt bei einer Reichweite von 223 km/h und einer Beschleunigung von 0 auf 100 in 6,7 Sekunden. Also auch das finde ich schon gut für ein so in Anführungszeichen sehr schweres Auto. Denn ja, ihr merkt, ich fahre fast die ganze Zeit zu schnell, aber es sind immer nur 1 km/h. Ich mache mal die Geschwindigkeitswarnung aus. Denn das Fahrzeug hat ein Leergewicht von 2380 Kilo und eine Zuladung von 585 Kilo. Ihr seht, ich gucke da mal so ein bisschen hin. Ich schiele nämlich gerade auf meinen Zettel, der da unten liegt. Und das ist natürlich schon ein hohes Gewicht. Nichtsdestotrotz können wir hier relativ gute Verbräuche einfahren, zumindest hoffen wir das, und haben trotzdem, wenn wir es brauchen, eine extrem gute Leistung, 313 PS, 700 Newtonmeter Drehmoment, 223 km/h Spitze und 6,7 Sekunden von 0 auf 100. Kann sich also sehen lassen.
Und dazu muss man ja auch noch sagen, gibt es eigentlich so gut wie gar keinen Hersteller, der einen Diesel-Plug-in-Hybrid baut, außer Mercedes-Benz. Heißt also, das ist schon mal ein Vorteil. Und dazu haben wir auch eine extrem hohe Reichweite. Oder nicht extrem hoch, aber eine sehr gute Reichweite für einen Plug-in-Hybrid. Und auch das wüsste ich jetzt nicht, welcher Hersteller das macht. Wir haben mehrere Lademöglichkeiten. Und zwar können wir ja das Fahrzeug an der Hausersteckdose laden. Dann würde es ungefähr 10 Stunden dauern, bis unser, oder wahrscheinlich noch sogar ein bisschen länger, bis unser 25,4 Kilowattstunden großer Akku dann vollgeladen ist. Wir können aber auch sagen, wir nehmen das normale Ladesystem an der Wallbox und können dann mit bis zu 11 kW laden. Bedeutet dann ungefähr 2 Stunden, vielleicht ein bisschen drüber. Aber wir können auch sagen, wir nehmen unser DC-Ladesystem und dann können wir mit bis zu 55 kW dieses Fahrzeug laden und haben dann in ca. 20 bis 30 Minuten den Akku des Plug-in-Hybrids wieder vollgeladen, sodass man hier auch sagen kann, wenn man möchte, wenn man unterwegs ist, dass man auch mal kurz zwischenlädt und ja, dann wieder auf Strom weiterfährt. Also wirklich cool. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das hat das DC-Laden beim Plug-in-Hybrid, was wir ja schon sehr, sehr lange haben. Ich glaube, seit dem A250e, also der ersten A-Klasse als Plug-in-Hybrid, gibt es schon die Möglichkeit, einen Plug-in-Hybrid bei Mercedes mit Gleichstrom zu laden. Ein Stromverbrauch von 22,4 bis 24,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Das ist der kombinierte Wert. Also es gibt auch ganz viele verschiedene Verbrauchswerte, die zum Beispiel städtisch sind, niedrig, mittel, hoch. Da bin ich mir immer nicht ganz sicher, welchen Verbrauch ich da nehmen kann. Deswegen nehme ich immer den kombinierten. Da haben wir also von allem so ein bisschen was mit drin und dadurch kommt dann dieser Wert zustande. Und ob wir den einhalten werden, schauen wir uns auch mal gleich mal an. Ja. Ich glaube, das reicht an technischen Daten. Ja, ich glaube schon. Dann würde ich sagen, ich fahre erstmal noch ein Stück und dann erzähle ich euch mal so einen kleinen Zwischenstand. Also, wir sind, glaube ich, gerade ganz gut dabei, denn wir haben noch eine Reichweite von 66 Kilometern und haben es schon 20 Kilometer weit geschafft. Das heißt, jetzt gerade sind wir noch so ganz gut in der Reichweite drin, die uns das Auto vorhergesagt hat. Und das gefällt mir. Wie gesagt, ich fahre angepasst und ich hoffe, dass es so bleibt. Ist natürlich die Frage, wie wird sich das ändern, wenn wir dann gleich auf der Autobahn angekommen sind und unsere Geschwindigkeit sich nicht mehr so zwischen 70 und 100 bewegt, sondern eher zwischen 100 und 130. Denn dann wird der Verbrauch wahrscheinlich doch nochmal etwas höher steigen. Wenn wir aber jetzt gerade schon am Drehen sind, können wir nochmal auf unseren Zentraldisplay schauen und uns dort einmal die Anzeige des Energieflusses anschauen. Und zwar wählen wir hier im Punkt den Hybrid aus und gehen dann hier auf Energiefluss. Und jetzt sehen wir, was das Fahrzeug gerade macht. Jetzt bremse ich also gerade, weil vor uns ein Trecker ist. Und ihr seht, das Fahrzeug rekuperiert und zeigt uns jetzt an, dass der Strom von allen vier Rädern wieder zurück über den Generator in den Akku gegeben wird. Wenn ich jetzt fahre, dann geht es genau andersrum. Das heißt, der Strom kommt aus dem Akku raus. Und wenn ich jetzt, pass mal auf, rekuperieren. Ah, segeln kann er auch. Guck mal, segeln wird er machen, wenn das Auto jetzt erkennt, es braucht nicht zu rekuperieren. Ja, nee, geht es nicht anders, weil vor uns einer ist. Jetzt seht ihr aber gleich, was passiert, wenn ich stark beschleunige. Dann würde das Auto uns nämlich anzeigen, dass es gerade am Boosten ist. Das heißt, die volle Leistung abruft. Jetzt schaut mal her. Ah, nee, doch nicht, weil ich jetzt keinen Motor mit anhatte. Also das Fahrzeug boostet dann auch wirklich nur, wenn ich jetzt, pass mal auf, zack, da habt ihr es gesehen, wenn der Motor mit anspringt und Verbrenner und Elektromotor gemeinsam agieren. Jetzt habt ihr gerade gesehen, das Auto ist wieder gesegelt, also wirklich ohne irgendwas zu tun, dann dahin gerollt. Ja. Noch mehr Informationen, die man hier in dem Hybridmenü sehen kann. Unter Laden sehen wir auch noch eine ganze Menge. Wir können zum Beispiel den Ladestrom begrenzen, dass das Auto zum Beispiel nur bis 80 oder 100% oder 70% lädt. Des Weiteren sehen wir hier, DC Maximum ist jetzt gerade bei 20 kW. Warum ist das so? Einmal, weil die Batterietemperatur vielleicht noch nicht passt und weil das Schnellladen ausgeschaltet ist. Wenn ich also das Schnellladen einschalte, dann würde auch
die maximal verfügbare Lademenge genutzt werden. Jetzt wären es 44 kW, wenn die Temperatur jetzt gleich noch ein bisschen passt von der Batterie, dann würde das Ganze auch auf 50 kW hochgehen. Das Ganze können wir auch in dem Ladeprogramm speichern, sprich wann und wo möchte ich wie laden. Und dafür gäbe es dann die Ladeprogramme Standard zu Hause oder Arbeit. Und da können wir dann Dinge hinterlegen wie schnell laden, dass das Ladekabel entriegelt sein soll. Und das würde dann auch ortsbasiert aktiviert werden. Das heißt, das Auto würde selbst erkennen, ah, okay, da ist die Ladesäule. Das heißt, ich starte jetzt das Ladeprogramm Arbeit oder gegebenenfalls auch Ladeprogramm zu Hause. Ja, das erstmal so nebenbei. Wir fahren jetzt Richtung Autobahn und dann sehen wir uns wieder. Baustelle ist vorbei und wir schauen jetzt mal, ich fahre jetzt mal elektrisch Vollgas, das heißt, wir beschleunigen es immer durch, so wie es möglich sein sollte, bis zur elektrischen Höchstgeschwindigkeit von, ja, 145. Also mit 140 ist angegeben, 145 ist wahrscheinlich eine kleine Abweichung oder vielleicht die Toleranz, aber ihr seht, ich kann wirklich rein elektrisch mich mit dieser Geschwindigkeit ganz gut fortbewegen. Jetzt muss ich allerdings ein bisschen bremsen, weil da vorne gleich ein Auto ausschert. Na gut, dann bleiben wir hier. Und ja, ich würde sagen, wir werden uns dann mal so bei 120 einpendeln und ja, jetzt noch einen Teil über die Autobahn fahren und dann zugleich zurück über Land. Was man jetzt natürlich merkt, wenn wir jetzt so bei 120, jetzt wir fahren jetzt 121, dass der Verbrauch doch höher geht. Also ich hatte vorhin, das habe ich euch tatsächlich nicht gezeigt, einen Verbrauch von 22,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometern, also beim Verbrauch ab Start. Und jetzt ist der Verbrauch schon hochgegangen auf 23,4 Kilowattstunden. So, dass wir jetzt, ja, wenn wir jetzt hier auf der Autobahn unterwegs sind. Bedeutet also, es ist doch merklich, dass, gut, wissen ja eigentlich die meisten, dass je höher die Geschwindigkeit beim Elektroauto, desto höher auch der Verbrauch. Und das haben wir hier natürlich auch. Deswegen hoffe ich, dass wir trotzdem noch im Soll bleiben, wenn ich jetzt hier so weiterfahre. Aber seid gespannt, wir sehen uns gleich wieder. Es ist soweit, die Batterie ist jetzt leer und wir haben es geschafft, genau 87 Kilometer weit zu kommen. Also sind wir tatsächlich immer noch voll im Soll. Und das bei einem Verbrauch von 21,6 Kilowattstunden im Schnitt für die elektrische Fahrt von 87 Kilometern. Jetzt kommt es natürlich darauf an. Oh, Lenkrad festhalten. Jetzt kommt es natürlich darauf an. Wir werden jetzt ja noch ein Stück weiter fahren, bis wir unsere 100 Kilometer voll haben. Und ihr seht, in der Zeit, wenn ich mal zwischendurch vom Gas gehe, wird die Reichweite sich noch erhöhen, weil ich zwischendurch mal rolle oder weil ich bremse und durch Rekuperieren wieder Strom zurückgewinne. Aber die meiste Reichweite wird wahrscheinlich eher dann dadurch stattfinden, dass ich ja etwas am Rollen bin oder ausrollen bin. Wichtig dazu zu sagen ist, dass wir uns jetzt hier nicht in den Bergen befinden, bei uns im platten Land im Norden, sondern wir haben ja, das Gegenteil von Bergen, wir haben eigentlich nur Flachland hier und dementsprechend haben wir auch nicht viele Möglichkeiten, extrem viel auszurollen. Ja, ich würde jetzt natürlich auch gerne schneller fahren, aber vor uns ist gerade ein LKW. Aber wichtig ist, ihr seht es hier, 87 Kilometer rein elektrisch haben wir geschafft und das, obwohl wir mit 86 Kilometern Reichweite losgefahren sind. Wichtig zu erwähnen ist natürlich, dass ich ja sparsam unterwegs gewesen bin und vielleicht auch deswegen noch die Reichweite geschafft habe. Wenn ihr jetzt natürlich mit vollem Akku auf die Autobahn fahrt und dann die Höchstgeschwindigkeit ausreizt, also durchgehend 140 fahrt, dann wird das wahrscheinlich so sein, dass ihr nicht diese Reichweite erreichen werdet. Aber wenn ihr normal fahrt, ist es in meinen Augen kein großes Problem, die angegebene Reichweite zu schaffen. Probiert es also gerne mal aus und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie weit ihr gekommen seid. Und wir sehen uns gleich am Ende dieses Videos wieder, wenn wir die 100 Kilometer voll haben, mit der gesamtelektrischen Reichweite und dem Verbrauch, den das Fahrzeug sich errechnet, ja, also den das Fahrzeug angibt für den Dieselmotor. Wir
stehen jetzt kurz davor, die 100 Kilometer zu erreichen. Und jetzt würde ich ausnahmsweise mal an Lena übergeben, dass die uns mal kurz vorliest, was dort so beantwortet worden ist. Ja, es haben auf jeden Fall ein paar mitgemacht. Ein paar Auszüge davon lese ich euch mal vor. Das schwankt ein bisschen. Das tiefste Gebot war bei uns auf jeden Fall bei 70. Dann haben wir noch jemanden, der hat realistische 80 Kilometer getippt. 94 Kilometer. Jemanden, der hat gesagt, wir schätzen 90 bis 95 aufgrund des Windes. Es ist tatsächlich relativ windig heute. Dann hat noch ein Fabi kommentiert, dass er gestern tatsächlich sogar selber die 101 Kilometer geschafft hat. Oh, Alter, ich hab schon fast verraten, was wir hier erreichen. Ja, ja, genau. Von daher, ja, seid auf jeden Fall gespannt, was bei uns gleich dabei rauskommt. 100 Kilometer sind voll. Tatsächlich sind wir nicht wieder ganz am Autohaus anders angekommen, denn es war eine Straße gesperrt, die wir sonst immer fahren. Deswegen mussten wir einen kleinen Umweg fahren. Und dementsprechend sind die 100 Kilometer jetzt früher erreicht. Und wir sind noch nicht ganz wieder zurück bei unserem Startpunkt. Aber wir sind jetzt insgesamt 100 Kilometer gefahren, haben dann im Schnitt in diesen 100 Kilometern 18,8 Kilowattstunden Strom verbraucht und 0,7 Liter Diesel auf 100 Kilometern. Und das bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 63 km/h. Jetzt sind es nur noch 62. Und insgesamt haben wir eine elektrische Strecke zurückgelegt von 92 Kilometern. Also, reinweg fahren waren wir bei 87 Kilometer, also genau das, was uns das Fahrzeug vorgegeben hat, 87 oder 86. Und jetzt, dadurch, dass wir noch etwas ausgerollt sind oder zwischendurch mal gerollt sind und das Fahrzeug ein bisschen durch Bremsestrom zurückgewonnen hat, haben wir es auf 92 Kilometer rein elektrisch geschafft von 100 Kilometern und das mit einer Ladung. Kann sich sehen lassen, oder? Und damit würde ich sagen, probiert mal wirklich aus, wie weit kommt ihr mit eurem Plug-in-Hybrid und wie ist dort die Werksangabe. Denn in den meisten Fällen ist man gar nicht so weit entfernt von der Werksangabe. Außer, muss man natürlich dazu sagen, wenn ich jetzt nicht vorklimatisiert hätte und wenn es draußen wahrscheinlich auch, oder wenn es draußen etwas kälter gewesen wäre, also bei Minusgraden, dann wäre die Reichweite doch etwas geringer gewesen. Und dann, wie gesagt, hängt es natürlich auch sehr stark von der Fahrweise ab. Aber ich hoffe, euch hilft dieses Video und vielleicht seid ihr ja gerade dabei zu entscheiden, ob ihr einen E300DE Plug-in-Hybrid haben möchtet, ob ihr vielleicht einen mit Allrad haben wollt oder ohne Allrad. Ich könnte mir auch sogar vorstellen, wenn wir jetzt kein 4MATIC gehabt hätten, dann wären wir vielleicht auch nochmal ein, zwei Kilometer weitergekommen. Vielleicht auch drei. Aber gut, ja, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Euer Joschka Gossel vom Autohaus Anders in Vechta. Shit,